Wir haben ja ein riesiges demografisches Problem. Wir werden immer, immer älter und immer, immer weniger Arbeitskräfte und Fachkräfte müssen den Laden am Laufen halten, Dokumente verarbeiten, Dinge regeln und steuern. Und eigentlich kommt die Technologie jetzt schon fast ein bisschen zu spät. Denn das Problem ist, wir müssen die Technologie ja noch anpassen für die Abläufe, für die Prozesse. Und das muss eigentlich dann passieren, wenn das Wissen noch im Betrieb ist oder in der Verwaltung oder im Krankenhaus ist. Wenn die Leute erstmal in Rente sind, dann haben wir ein Riesenproblem, diese Technologie anzupassen und den Laden am Laufen zu halten. Insofern kommt es vielleicht gerade noch zum richtigen Zeitpunkt.